Hallo und herzlich willkommen. Wie funktioniert eigentlich dieses Online-Coaching, diese Online-Beratung? Kann das überhaupt richtig funktionieren? Ist das überhaupt was für mich? Und was hat es mit diesem Orientierungsgespräch auf sich? Das sind immer mal so Fragen, die mir gestellt werden. Und ich dachte, ich nütze heute mal dieses Video, um diese Fragen zu beantworten und um einfach mal den Ablauf aufzuzeigen, wie es zu einer Zusammenarbeit mit mir kommen kann. Ja, wie kommen Frauen zu mir? Die meisten Frauen, die erkennen müssen, dass ihre Männer schwul sind, schwul geworden sind, / bisexuell, die fangen ziemlich schnell an, mehr über dieses Thema wissen zu wollen. Und vor allen Dingen wollen sie wissen, ob sie die einzige Frau sind. Und was liegt da in Zeiten von Internet nahe, als dass man das Ganze mal googelt. Und so beginnt meistens auch die erste Begegnung mit mir. Die Frauen googeln, mein Mann ist schwul, ist mein Mann schwul, schwuler Ehepartner, vielleicht auch gemischt orientierte Ehe, je nachdem. Und landen dann unter anderem auch auf meiner Webseite oder auf meinem YouTube-Kanal. Und dann begegnet Ihnen auch die Einladung zu einem Orientierungsgespräch. Kostenlos und unverbindlich. Und was hat es jetzt mit diesem Orientierungsgespräch auf sich? Für viele Frauen ist dieses Orientierungsgespräch die erste Möglichkeit, mit jemandem offen über ihre Situation zu sprechen und mit jemandem, der sie wirklich versteht, und wo sie sich sicher sein können, ja, dass die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Wenn du dich entschließt, ein Orientierungsgespräch zu buchen, dann funktioniert es meistens über meine Webseite bzw. über den Link unter diesem Video, der dich direkt zu meinem Online-Buchungskalender führt. Dort hast du die Möglichkeit, unter den freien Terminen einen zu wählen. Und wenn das passiert, bekommst du automatisiert eine Nachricht, eine Bestätigung. Und ich bekomme auch eine Bestätigung, dass gerade eben jemand diesen speziellen Termin gebucht hat. Und dann folgt häufig noch am selben Tag, manchmal am nächsten Wochenende, kann auch mal Spur länger dauern, dass du eine Mail von mir bekommst, wo ich dich herzlich willkommen heiße zu deinem Orientierungsgespräch, und dieses Mail enthält einen Link zu ein paar Fragen. Und diese Fragen sind schon ein erstes, wertvolles und vor allen Dingen kostenloses Coaching-Tool für dich. Und das kriege ich ganz oft zurückgemeldet, und ich habe mir ein paar kurze Äußerungen von Frauen notiert, die mir das zurückgemeldet haben, was diese Fragen, dieses Coaching-Tool für sie schon gebracht hat. Ja? Also eine hat gesagt, das war für mich so eine gute Standortbestimmung, danach war mir so viel mehr klar als vorher. Oder, ja genau, mir ist dabei so viel klar geworden, hat der andere gesagt. Es war für mich bisher so schwer zu fassen, was da gerade passiert, aber mit diesen Fragen konnte ich es zum ersten Mal halbwegs auf den Punkt bringen, ja. Und eine andere hat diesen Fragebogen als Gesprächsmöglichkeit mit ihrem Partner verwendet, um ihm mal verständlich zu machen, was jetzt gerade in ihr vorgeht. An und für sich dient dieses Formular, diese Fragen dienen deiner und meiner Vorbereitung auf unser Gespräch. Eben, dir wird klar, wo stehst du gerade und was brauchst du jetzt eigentlich? Und mir hilft es auch zu sehen, wo bist du und welche Fragen möchte ich dir noch stellen, damit ich deine Situation bestmöglich verstehen kann, erkennen kann, wo du jetzt inzwischen bist. Und eine zweite Sache, die das Orientierungsgespräch dann auch mitbringen soll, außer dass du über deine Situation sprechen kannst, ist natürlich auch, und das nimmt auch meistens den zweiten Teil dann ein unseres Gesprächs, für dich zu klären, ob ich für dich die richtige Ansprechpartnerin sein könnte
als Unterstützung für dich. Und auch für mich klärt sich im Gespräch, ob ich das, was du dir wünschst, als Unterstützung auch bieten kann. Wenn ich dann für mich feststelle, ja, das wäre ein gutes Match zwischen uns beiden und wir können gemeinsam erreichen in unserer Zusammenarbeit, was du dir wünschst, dann sprechen wir noch drüber, mit welchem meiner Angebote, mit welchem meiner Coaching-Pakete ich dich am besten unterstützen kann, was für dich am ehesten passt und auch welche Investition in dich selber damit verbunden ist. An diesem Punkt angekommen, gibt es dann eigentlich drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du hast jetzt erkannt für dich, dass du mit mir nicht zusammenarbeiten willst. Dann setzen wir an dieser Stelle gemeinsam einen Punkt. Natürlich bist du weiterhin herzlich eingeladen, meine kostenlosen Möglichkeiten zu nutzen, wie meine Blogartikel oder meine YouTube-Videos und da für dich rauszuziehen, was möglich ist. Dann gibt es Möglichkeit 2. Du hast das Gefühl, ja, das könnte richtig gut mit der Dagmar passen, aber du gehörst zu den Menschen, die eine Entscheidung dieser Art erstmal noch überschlafen wollen oder vielleicht auch mit ihrem Partner nochmal drüber sprechen wollen. Was auch immer, wenn das der Fall ist, dass du grundsätzlich sagst, ja, das würde mich interessieren, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, um wirklich zu einem echten, vollständigen Ja zu kommen, dann machen wir uns aus, bis wann du Bedenkzeit brauchst und dann nach deiner Bedenkzeit sprechen wir nochmal miteinander und dann hole ich mir dein Ja oder dein Nein ab. Und die dritte Möglichkeit, du hast jetzt schon klar, dass du mit mir zusammenarbeiten möchtest und dass du ein ganzes Jahr hast und ich habe ein ganzes Jahr zu dir und dann machen wir noch beim Orientierungsgespräch miteinander den ersten Coaching-Termin aus. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon los. Und was heißt jetzt, dann geht es eigentlich schon los? Das bedeutet, dass du ein paar Tage drauf von mir eine Mail bekommst mit den Rahmenbedingungen unserer Zusammenarbeit, mit einigen Tipps, wie du dich bestmöglich auf unser erstes Coaching-Gespräch vorbereiten kannst und ganz wichtig, mit einem Link in meinen persönlichen Coaching-Raum. Das ist natürlich ein virtueller Coaching-Raum, zu dem während unserer Gespräche nur du und ich Zutritt haben. Also ein geschützter Raum. Und in diesem Raum finden unsere Coachings statt. Damit das so funktioniert, brauchst du eigentlich nur einen Computer, Internetanschluss und dieser Computer bräuchte ein Mikrofon und eine Kamera, was die meisten sowieso eingebaut haben. Es geht aber auch mit einem Smartphone oder Tablet. Sollte deine Internetverbindung so dermaßen schwach sein, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir unsere Coachings telefonisch machen. Auch da habe ich schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht und was noch viel wichtiger ist, meine Klientinnen haben gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn du dir jetzt immer noch nicht ganz sicher bist, ob diese Online-Sache überhaupt was für dich ist, dann kann ich dir sagen, dass ich das immer mal wieder erlebe bei Klientinnen von mir, die nicht so online-affin sind von Haus aus, die auch ein bisschen Sorge haben, ob sie das mit der Technik hinkriegen. Jede hat es bisher noch geschafft und jede hat bisher zurückgemeldet, und zwar bereits nach dem ersten Coaching-Gespräch, dass sie überrascht ist, wie viel Nähe sich trotz dessen, dass wir nicht beieinander sitzen, real, ja, sondern nur über den Computer miteinander kommunizieren. Also wie viel Nähe und wie viel Unmittelbarkeit und persönlicher Bezug sich da aufbauen lässt. Also so nach dem Motto, ich habe total vergessen, dass wir jetzt eben nicht beieinander hocken, sondern ich bei mir zu Hause und du bei dir zu Hause. Das ist das eine. Und das andere, sie haben auch schätzen gelernt, dass es einfach einiges an Zeit erspart. Und natürlich auch letztendlich an Geld, weil man keine große Distanzen überbrücken muss und keine Reisekosten braucht. Und für manche ist es sowieso die einzige Möglichkeit, wie sie mit jemandem zusammenarbeiten könnten zu ihrem Thema, weil in der Nähe sonst niemand ist, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Gut,
so viel, wie das funktionieren kann. Ich hoffe, ich habe da jetzt einige Zweifel oder Unsicherheiten ausräumen können. Wenn für dich trotzdem noch die eine oder andere Frage offen ist, dann sei so lieb und schreib mir. Dann bekommst du von mir persönlich Antwort darauf. Und wie auch unter meinen anderen Videos, schreibe ich natürlich auch heute den Link drunter, wo du ein Orientierungsgespräch mit mir buchen kannst. Und nochmal, ich glaube, wenn du dieses Video aufmerksam angeschaut hast, dann hast du wahrscheinlich gemerkt, dass ich auch mit einem Nein total locker flockig umgehen kann. Denn wenn ich sage, es ist kostenlos, dann ist es kostenlos. Und wenn ich sage, es ist unverbindlich, dann ist es unverbindlich. Das einzige Verbindliche an diesem Termin ist, dass ich mir wünsche, wenn du ihn buchst, dass du ihn auch wahrnimmst. Und wenn nicht, mir rechtzeitig Bescheid gibst, dass du ihn nicht wahrnehmen möchtest. Das eigentlich aus Gründen der Fairness mir gegenüber und meiner Zeit gegenüber, aber auch den Frauen gegenüber, die sonst diesen Termin vielleicht gerne gebucht hätten für sich. Ja? Also ich freue mich, wenn ich von dir höre. Ich freue mich, wenn du den Mut zusammenkratzt, denn für manche braucht es Mut, sich einfach mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde Zeit schenken zu lassen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, tu es einfach. Alles Liebe für dich, vielleicht schon bis bald. Ciao.